Ja, hallo, ihr Lieben. Ja, es ist Winter, es ist kalt draußen und heute wird mit der Pfanne mal nicht gekocht, sondern das ist der ideale Zeitpunkt, den Gefrierschrank abzutauen. Und da könnt ihr so eine Wollpfanne natürlich auch perfekt nutzen, weil schon allein dieses schwer gegossene Aluminium absorbiert die Kälte. Und jetzt einfach zum Abtauen natürlich ausräumen, ausschalten, ist klar. Pfanne habe ich heiß gemacht. Da habe ich mir jetzt hier im Wasserkocher einmal schon Wasser kochend gemacht. So, das geht einfach schneller. Also wer ein bisschen sparen möchte, der macht das damit. Das können wir uns schon ausschalten. So, das kocht wunderbar. Und jetzt nehmen wir diesen praktischen Silikonuntersetzer hier von Wohl. Den setzen wir hier in den Kühlschrank rein, ins Gefrierschach rein. Schaut, so sieht das aus. So viel ist diesmal gar nicht drin an Eis, aber immerhin. So, und jetzt könnt ihr die heiße Pfanne, die glühend heiße Pfanne, schön in der Mitte auf dem Ding platzieren. Schaut, so sieht es aus. Den Griff macht er ab. So, und jetzt den Klappe zu. Ja, 10 Minuten, Viertelstunde können wir sie wieder rausnehmen. Dann fängt das an, das zeige ich euch gleich. Jetzt sind gut 10 Minuten rum, eigentlich schon viel zu lange, und schaut. Oh, es tropft und tropft und tropft. Wir sind fertig. Jetzt können wir die Pfanne raus mit der schönen Matte. Zack. Und fangen wir an, unseren Gefrierschrank sauber zu machen. Wir haben jetzt draußen minus 2 Grad. Also da sind die Sachen im Wäschekorb gut aufgehoben. Das geht jetzt ratzfatz, dann schalten wir wieder ein. Übrigens könnt ihr die Wollpfanne auch nutzen, wenn ihr gefrorene Lebensmittel auftauen wollt, ohne den Herd anzumachen. Gefrorenen Lachs, Hühnchen, was auch immer, in die kalte Pfanne legen. Das dicke Aluminium absorbiert die Kälte und die Sachen sind um die Hälfte schneller aufgetaut. Da werden sogar, könnt ihr mal schauen, Aluminiumplatten verkauft. Auftauplatten braucht ihr gar nicht. Wer eine Wollpfanne hat, der braucht keine Auftauplatte. Ja, da fängt bei uns der Tag um 7:45 an mit Gefrierschrank abtauen. Aber wenn ihr ein bisschen Energie sparen wollt, so ein abgetauter Schrank, der braucht weniger Strom, hoffe ich mal, als ein Vereiser. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch allen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.